So, es geht die Sonne auf. Wir sind auf dem Mond. Wir haben kaum noch Treibstoff. Wir wollen irgendwie wieder zurück. Wir wissen noch nicht mal, ob wir es zurückschaffen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program. So, wir wollen irgendwie wieder einen Orbit zusammenbekommen. Wie ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache erstmal Orbit. Im schlimmsten Fall holen wir den lieben Kollegen hier auch gleich wieder ab. Mit der anderen Raumstation Lanori. Ich gefällt gar nicht. Lanori oder irgendwie so ähnlich. Du wirst schon wissen, wer gemeint ist, ne? Gut, auf jeden Fall. Wir wollen jetzt den hier irgendwie wieder nach Hause bringen. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Norden ist hier. Am besten fliegen wir dann nach Osten. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das überhaupt reicht. Wir werden auf jeden Fall mit RCS nachhelfen müssen. Das bin mir schon mal hundertprozentig sicher. So. Dann helfen wir auch gleich mit. Backen. Fahren die hier auch schon mal ein. Hm. Vielleicht ein bisschen höher. Okay, komplett verkehrte Richtung, aber ist in Ordnung. Ich bin nach Westen geflogen, statt nach Osten. Na gut. RCS muss mithelfen, sonst wird das nichts. Bei 10.000 Meter machen wir dann hier einen Break. Wir haben noch... Nee, das wird nicht mehr reichen. Das hier waren jetzt knapp 300 Millisekunde. Wir kriegen nicht genug zusammen, um damit... Also, okay, wir machen jetzt mal kurz eine Kalkulation. Nein. Damit kommen wir ungefähr hin. So ungefähr wird das dann aussehen. Und wir bräuchten ungefähr sowas. Mit ganz viel Glück geht das. Also, was das, da schiebe ich jetzt schon mit dem RCS nach. Monopropellant. So. Bis wir da sind, da könnten wir eigentlich auch ein bisschen stopp. Falsches. So, dann schieben wir mal mit dem RCS. Kann ich das RCS hier nicht verwenden im Time Warp? Im Physical Time Warp kann ich das RCS? Doch, kann ich. Gut, da kriegen wir ein paar Meter wenigstens noch zusammen. Stopp. Zu viel? Des Guten. So, und jetzt müssen wir Dampf geben. Ja, und mehr wird das nicht mehr. Okay, aber doch, mit dem RCS scheinen wir noch etwas zusammenzubekommen. Wir kriegen es tatsächlich zusammen, gerade noch so ein Orbit zusammenzukriegen mit dem RCS. Es ist so geil. Es ist so fucking geil. Oh, Mann. Ja, wir kriegen sogar gar keinen schlechten Orbit zusammen. Okay, der Bur ist auf jeden Fall sicher. Wir haben zwar absolut null Treibstoff, aber wir kriegen es noch hin, einen Orbit in den auf jeden Fall sicher in Sicherheit zu bringen. Okay. Es ist so geil. Dann muss halt die Space Station vorbeikommen und ihn abholen. Ist auch kein großes Ding. So. Dann hier RCS. Drücken wir noch ein bisschen nach. Der Periapsis muss steigen. So. Passt. Gut, wir sind ungefähr auf einer Höhe, mit der man auch arbeiten kann. Wir haben fast keinen Monopropellant mehr. gucken wir mal, wie viel wir zusammenbekommen. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Die Station fliegt in diese Richtung. Und wir fliegen genau entgegengesetzt. Das ist nicht gut. Aber wir könnten zumindest schon mal versuchen, den Orbit zusammenzudrücken, sodass es halbwegs funktioniert. Und damit der Abholverfahren etwas einfacher läuft. So ungefähr. Mhm. Pi mal Daumen. So. Und so. So ungefähr, auf jeden Fall. So ungefähr wird das dann nachher aussehen. Ob wir das hinkriegen, 200 Meter die Sekunde ist nicht wenig. Das heißt also, mal schauen, ob das funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Naja,
Dann warpen wir mal dahin. Genau, ich muss auf der Seite. Warp hier. Dann bin ich ja mal gespannt. Gespannt wie ein Pfeilerbogen. So. Irgendwo hier müsste man dann das Burn anfangen. Vermute ich einmal. So. Wir müssten viel, viel früher anfangen. Das ist ja gar kein Maßstab. Okay, wir werden öfters dieses Manöver machen. Mhm. Gut, aber ich lasse den. Ich lasse den Rest jetzt einfach mal da. Erstmal kurz gucken, haben wir uns irgendwo gefährlich Gewinde gebracht? Nein. Okay, passt noch. Gut, dann müssen wir den guten Kerl abholen. Wie viel Delta V hat dieses kleine Ding noch drin? Ne? Ist ja auch noch so ein wichtiger Punkt. Knapp 1300 Delta V. Mhm. 1300 und ein Haufen Monopropellant. Mhm. Mhm. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So, dann hier Set as Target. Jetzt müssen wir natürlich feststellen, wann wir am nächsten sind, ne? Mhm. In ungefähr einer Ingame-Stunde sind wir relativ nah beieinander. Mhm. Relativ. Okay, was wir aber machen könnten, wir könnten jetzt schon mal den Orbit anähneln. So, ich glaube, das würde zumindest schon mal helfen. Muss ich mal gucken. Irgendwie sieht unser Orbit schräger aus als der Orbit, auf dem er war, aber irgendwie. Nee, doch nicht. Oh Mann, das ist echt nicht einfach. Gut, dann werde ich jetzt hier ein bisschen Bremsmanöver mit reinlegen. Oh, dann da wäre eine schöne Position gewesen. Ne? Schon? So, hier. Das sieht nach einem guten Rendezvous-Punkt aus. Jetzt müssen wir natürlich auch dorthin, ne? Gut. So, das sieht soweit ganz gut aus. Wackelt das Teil? Nicht wirklich. Angenehmerweise, ne? So, dann warpen wir mal zu dem nächsten Manöver. Speichern das Ganze vorher noch. Wäre sinnvoll. Da kann ziemlich viel in die Hose gehen. Ich bin ja kein großer Freund davon, wenn was in die Hose geht. Hm. Ja, ich habe jetzt mal kurz einen Huster gemacht. Ich möchte wissen, wie viel. Ich möchte ja irgendeinen Richtwert haben. Mhm. Gut, gut. Close enough. Oder? Nee, nicht wirklich. Können wir dadurch was ändern? Ja, hier. So. Das hier scheint ein guter Punkt zu sein. Dann drehen wir uns auch schon mal in die richtige Richtung. Und wir haben jetzt hier schon ein Delta T, ein Delta V von knapp 1000. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Delta V hier drüben ist. Es ist auf jeden Fall nicht gut, was wir hier machen. Mal sehen. Mal sehen, wie das wird. Mhm. So, wir befinden uns auf jeden Fall auf der richtigen Ebene, also mathematisch gesprochen. Hm? So, jetzt muss ich das ganze Stationsgedöns auch noch umdrehen. Mach mal Licht an, damit wir was sehen. Zumindest sehen wir die Ausrichtung von dem Teil. Du kannst ja mal das Forschen derweil aufhören. Oder ist eigentlich wurscht?
Vom Strom her ist das nicht wirklich relevant. So, wir müssen knapp 1000 Meter die Sekunde wegballern. Auf einen Schlag. Okay, das wird lustig. Das sage ich euch gleich. Und alles nur, weil ich in die verkehrte Richtung gestartet bin. Nein! Naja. Dann würde ich sagen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Mhm. Zeitpunkt ist gar nicht mal so schlecht. Wow. Hat überraschend gut funktioniert. Okay, wo ist unser nächster Inclination? Mhm. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen sparen mit den Boostern. Also wir gehen jetzt mal mit dem RCS nach. Mhm. Weil unser Apoapsis ist ein bisschen sehr tief für meinen Geschmack. Mhm. Gut, 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 gut. Wir müssten eigentlich was anders machen, ne? Wir müssten ja eigentlich jetzt hier Regen gegenbrennen, damit wir hier halbwegs einen nahen Encounter zusammenbekommen. Aber das schränkt einfach mal auch unseren Periapsis ein, ne? Hm. Bin nur mäßig ein Fan davon. Probieren wir es aber mal. Mhm. So. Dann halten wir mal drauf im RCS. Bremsen mal unsere Distanz auseinander. Unser Periapsis steigt dadurch auch noch, glücklicherweise. So. Hier hätten wir sogar einen direkten Close Contact. Ich glaube, das machen wir auch. Mhm. Gut, dann warpen wir mal hier hin. So. Da-di-da-da. Da war es gerade, ne? Jo, da ist er. Der Kollege. Null Treibstoff, null gar nichts. Was hat der Bur eigentlich? Weswegen jagt die gute Lucy ihm hinterher? Er ist noch nicht mal Schnieke. Oh, den ganzen Aufwand, nur für ihn. Wir haben 1000 Meter die Sekunde für ihn verbrannt. Aber er hat guten Science. Oh, da könnte ich mir vielleicht was überlegen, ne? Oh Mann. So. Gehen wir mal dahin und machen ein schönes Bremsmanöver. Wir sind hier wenigstens an der Sichtseite. Ne? So, RCS. Bremst mal den ganzen Scheit. So. Jetzt können wir ihn auch direkt anzielen. Das müsste hier jetzt irgendwo sein. Verkehrte Richtung, oder? Ja, ist natürlich verkehrte Richtung. So. Okay, etwas, was wir aber vorher noch machen müssen, ist den kleinen Kameraden hier mal loswerden. Ja, was machen wir eigentlich mit dem? Gute Frage. Muss ich mir noch überlegen. Ernsthaft. Könnten auch eine zweite Station bilden, irgendwas in der Richtung. Naja, irgendwas werden wir uns schon einfallen lassen mit dem Ding. Hauptmission ist erst einmal, dass hier das alles zurückkommt. Was zurückkommen soll. So. Da machen wir jetzt mal eine Beschleunigung hin. In seine Richtung. Er darf ruhig auch auf sie zugehen. Da habe ich jetzt keine Probleme mit. Verkehrte Richtung. Soll ich dir nicht mit dem Hintern zu ihr zeigen? Das ist nicht höflich. Genau, wir müssen erst sie als Target setzen, ne? Im Camera? Ne, das ist nicht das, was ich wollte. Diese doofes
hier set as target. War mehr Glück als Verstand, dass ich das getroffen habe. Okay, passt. Wir fliegen direkt auf sie zu. Das ist gut. Wir hatten mehr RCS. Sie, eindeutig. Sie hat zwar das höhere Teil, was zu, also das mehr Ding zu fliegen. Ja, aber er hat die auch ein ziemlich was am Monopropelland. Hätten wir auch noch was machen können. Na gut, wir überlegen uns was. Hier geht wieder das Paarungsverfahren der Space-Schnecken, ne? Ihr kennt ja die Prozedur mittlerweile. Wir machen das ja mittlerweile schon ziemlich oft. So. Das kann auch aus. Ander, genau. So. Und Space-Schnecken, paart euch. Komm schon. Zeigt mal ein bisschen mehr Zärtlichkeit. Bombt nicht so herum. Komm schon. Oh, du melodramatisches Stück, du. So, hier passt. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben ihn wieder aufgefangen. Wir haben fast nichts mehr an Delta V übrig. Also die Station ist wirklich blank. Bis auf die Knochen. Gut, aber dann gucken wir mal, was wir an Data wiederbekommen haben. Wobei, das kann ich mal kurz speichern. Review Data. Sehr schön. Wie viel Science kann die eigentlich die Station noch packen? Nicht mehr viel. Gar nicht mehr viel, um genau zu sein. Dann Review Data. Nehmen wir etwas, was nicht ganz so groß ist. Hier, EVA Report. So. Behalten, behalten, behalten. Nee, ich will nicht zu. Wir haben für knapp 100 Science noch Platz. 100 Science ist nicht viel. Also für 100 Data. Ne? Review. 250. 250. Haben wir irgendwo Temperatur oder irgendwas in der Richtung? Ja, hier. Review Data. Irgendetwas, was nicht gar so viel hat. Atmospheric Test. Das hier, wie sieht es aus? Review Data. Oh, das ist auch sehr viel, ja. Okay, speichern wir den ganzen Kram. Hier Pressure Start, ne? Review Data. Das sind 300. Das ist noch mehr als das Thermometer. Gut, dann würde ich mal sagen, verzichten wir mal auf das Thermometer oder können wir hier einen EVA Report noch schnell rauskramen, der irgendwas taugt? Ja, wir könnten sogar. Board. Mal schauen, ob der auch wirklich was taugt für die Daten oder ob wir den schon haben. Review, wo haben wir es denn? Wo steht's denn? Wahrscheinlich wieder oben. So, hier. Review Data, genau. Haben wir schon. Okay, schade. Schade, schade, Mami Lodi. Gut. Das heißt, wir lassen das mal ein bisschen vor sich hingehen, das wissen wir dann schon. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir mit dem anderen Kollegen hier machen. Mit diesem Einsamen hier. Ich will den eigentlich etwas von diesem Orbit wegkriegen. Weil es ist mir gar nicht so recht, dass der hier so vor sich hin oxidiert und so nah an der Station ist. Das heißt also, ich werde den jetzt einfach mal ein bisschen RCS pumpen lassen. Boah, das ist ja ein ernstzunehmender Antrieb bei dem hier. Okay, hier. Und dann brauchen wir auch noch für seinen für seinen Periapsis, brauchen wir auch noch einen kleinen Schub. Dann ist er da erstmal halbwegs sicher geparkt. Und Strom dürfte ihn nicht so schnell ausgehen, es sei denn auf der dunklen Seite der Macht. So, er hat ein Solarpanel und das passt eigentlich. Er sollte damit eigentlich sehr gut klarkommen. Liegen hier irgendwelche Daten drauf, die irgendwie noch relevant wären? Nee, anscheinend nicht. Ja gut, ich kann es sowieso gerade nicht anschauen, weil ist gerade nicht möglich. So. Dann der Periapsis darf auch noch ein bisschen höher. So. Der ist jetzt erst einmal in Sicherheit geparkt dort. Gut. Damit bin ich erstmal zufrieden. Okay, okay, okay. Dann Review Data. Nee, das kannst du wegschmeißen.
Dann, wie sieht es sonst noch aus? Hier ist nix. Machen wir diesen ganzen Proffel weg. Hier, so, hier, ne? Wo ist denn das Thermometer hin? Das habe ich vorhin noch hier gehabt. Thermometer! Thermo, ja, da bist du. Review Data. Ist auch nichts mehr gut passt. Gut. Dann haben wir das Problem gelöst. Well, that's sorted, ne? Jetzt müssen wir natürlich die Leute auch wieder zurückkriegen irgendwie, ne? Na gut, aber wir schauen jetzt erstmal ins Space Center. Und schauen wir mal, was wir machen können. Wir haben auf jeden Fall 3 von den 5 Punkten hingekommen. Für die nächste Mars-Mission müssen wir sowieso schauen, was wir machen. Aber gut. Erstmal gucken, wie sieht's mit unseren Finanzen währenddessen aus. 400.000. Die ganzen Aktionen gerade haben ein bisschen Gage gebracht. Das ist nicht allzu schlecht. Das gefällt mir sogar sehr. Gefällt mir gut, das gefällt mir sehr. Dann gucken wir, was wir noch für aktive Aufträge haben. Genau, das ist das teure Ding, was wir gerade machen. Ich glaube, wir haben nur ein sehr, sehr geringes Plus bei der ganzen Aktion gemacht, weil, naja, das Ding ist eigentlich hauptsächlich teuer. Aber gut, mal schauen. Das hier können wir noch machen, da brauchen wir aber dann einen zweiten Satelliten, den wir dann noch zu Duna schicken. Orbital Station around Kerbin sollte kein großes Problem sein. Hat die irgendwelche 5 Kerbals? Ist okay, kriegen wir hin. Step 10 Seconds. Put your station in the orbit around Kerbin. Okay, 5 Kerbin, da können wir locker hinkriegen. Wir haben ja bereits ein Modul, das ja relativ viele tragen kann. Also es kann ja 16 Kerbins tragen. Das können wir eigentlich auch abspecken und hochschicken, ne? Okay, dann schauen wir, haben wir irgendwo anders noch. Explore Mundus. Return a Kerbin on orbit around Mundus. Return a Kerbin from... Ein Flyby von Mundus. Okay, das müssen wir auch noch machen. Bringt auch gut Gage. Okay, build a orbital station on a solar orbit. Das ist ekelhaft. Aber gut, da können wir mal drüber diskutieren. Mal schauen. Was müssen die haben? 5 Kerbals kriegen wir hin. Bei Escape Velocity jetzt erreichen ist jetzt nicht unbedingt das Problematische. Have a Research Lab. Das ist schon eher ein Problem. Gucken wir mal. Ja, ansonsten build a new station. It has an antenna. A docking port and can generate power. Das sollten wir hinkriegen. Position a satellite in an equatorial orbit. Das ist ein Auftrag für die Fliege 2. Können wir gut machen. Nehmen wir mit. Map 8 Asteroids. Okay, das mit den Asteroiden ist noch nicht. Tourists. Fly by Mundus. Fly by Mundus. Orbit around Mundus. Orbit around Mundus. Sollten wir hinkriegen. Aber mal sehen. Ist ein bisschen wenig Geld, was die da bringen. Also da hat einfach mal so ein bisschen was in... Müsst ihr mal bedenken hier. Das Ganze hier bringt mir so jeweils 10.000 und davor hat das uns richtig, richtig Geld gebracht, wenn wir nur in... wenn wir die Rundung von der Erde, also vom Körbel sehen konnte. Naja, gucken wir. Was haben wir hier für Aufträge? Für die Touris. Um mal so einen Vergleichwert zu haben. Rachel ist diese Sache. Jetzt nicht da. Also nur die Completion bringt 4.000 und dann gibt es jeweils nochmal, also, naja, also es ist im Prinzip eigentlich dieselben Preise. Oh, und haben wir hier, Mundus, Moon, Flyby Moon. Ist ein neuer dazugekommen jetzt gerade. Okay, Orbit around Kern, land on Moon. Sag mal, nee. Kannst du gleich knicken. Vor allem nicht für 10.000. Das kannst du knicken. Okay, auf jeden Fall. Das war's für den heutigen Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten. Für die Gott.